Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir heute dieses Video machen können, womit wir bekannt geben möchten, dass wir unseren neuen Spielplan für die jetzt kommende Herbst- und Frühjahrssaison fertig haben. Das ist also ein sehr freudiger Anlass, gerade in dieser besonderen Situation, wo wir ja auch nicht so viele Veranstaltungen über den Sommer hinweg für Sie schaffen konnten, ist das natürlich für uns auch ein Auftakt. Wir haben uns ganz viel für Sie zum Thema Sicherheit überlegt. Also Sie können ganz beruhigt bei uns Karten kaufen, sich auf ein schönes Abendprogramm bei uns freuen. Wir starten im September. Ich ganz persönlich freue mich einfach dieses Jahr auf die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit, wo man einfach mal mit der Familie zusammenrückt. Ich finde, gerade so dieses ganze Jahr steht auch ein bisschen im Zeichen der Familie. Und da werden wir ja wieder für die Kinder auch das Kiwi auflegen. Aber wir werden eben auch am 18.12. bei uns im Haus die Anna Schäfer begrüßen dürfen, im historischen Bürgerhaus Langenberg. Und ja, das ist eigentlich für mich immer so ein Highlight kurz vor Weihnachten, weil ich finde einfach, unsere Häuser und Weihnachten, das gehört einfach zusammen. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegen, die noch ein bisschen was zu ihren Lieblingsprogrammen für Sie zusammengestellt haben. Ja, hallo, ich bin Anja Franzel, ich bin bei den Fellbacher Kulturlöwen für die Programmkonzeption verantwortlich. Ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was mein Lieblingsprogramm ist. Wir haben ganz viel Verschiedenes, kleine und große Konzerte, kleines und großes Kabarett oder Comedy, kleines und großes Schauspiel. Aber besonders auffällig finde ich, wir haben drei Vorstellungen, die irgendwie mit verrückten Mördern und Filmen zu tun haben. Einmal ein verrückter Doktor mit seinem mörderischen Schlafwandler mit Orgel und Stummfilm, einmal Dr. Jekyll und Mr. Hyde als Projektionskunsttheater und einmal ganz klassisch ein Krimi nach Sebastian Fitzek und seinem Passagier 23. Neu ist auch die Reihe Kleine gemischte Tüte, wo man in einem entspannten Rahmen in unseren kleinen Räumen Kleinkunst genießen kann. Also ein Konzert, Kabarett, Spontantheater. Ganz viele verschiedene Dinge, die man also in einer entspannten Atmosphäre genießen kann. Am besten ist aber, ihr geht einfach auf die Seite der Fellbacher Kulturlöwen und stöbert da einfach mal in unserem Programm. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, hallo, ich bin die Judith Stankovic von den Fellbacher Kulturlöwen, hier zuständig für das Kinder- und Jugendtheater. Ich stehe gerade hier, wo immer ganz viele Kinder kommen werden, wo wir uns auch freuen, die im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Highlight ist natürlich unser Kinderwinter-Theaterfestival, was hier ab 5.12. in der Vorburg stattfinden wird, mit dem Zauberlehrling als besonders schöne Produktion. Und den Abschluss machen wir im Bürgerhaus Fellbad Langenberg. Dort gibt es ein Musical, die Schneekönigin, am 20.12. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle erscheint. Natürlich gibt es auch wieder das Familientheater. Das findet dann im Jahr 2021 statt. Ja, und wir freuen uns auf euch. Hallo zusammen, mein Name ist Tanja Meures und ich bin in dieser Spielzeit ganz neu bei den Fellbadter Kulturlöwen dabei. Ich freue mich ganz besonders auf euch, also unser Publikum. Und ja, ich bin Ansprechpartnerin für alle, die an einem Abo interessiert sind und für alle, die an unseren Rahmenprogrammen interessiert sind. Wir haben ganz viele Ideen, ganz viele Projekte, Veranstaltungen, Aktionen rund um den Spielplan geplant, um eben miteinander ins Gespräch zu kommen und um selbst aktiv zu werden. So haben wir zum Beispiel Einführungen und Nachgespräche vor ausgewählten Theaterstücken aus dem Abendspielplan oder aus dem Kinder- und Jugendspielplan, dann ein Angebot für Theatergenießerinnen in Kooperation mit der Volkshochschule Velvet Heiligenhaus und ganz viele kreativ-kulturelle Aktionen rund um den Kinder- und Jugendspielplan, besonders beim Kinderwintertheaterfestival und auch in der Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, Einrichtungen und Institutionen. Ich freue mich, euch kennenzulernen.